Der Wachstumskurs soll sich fortsetzen, nicht nur bei den Unternehmen, sicherlich auch bei den Aktienindizes. Der DAX heute zum ersten Mal in seiner 25-jährigen Geschichte über 9000 Punkte geklettert. Ja, das ist sicherlich eines der einschneidenden Ereignisse dieser Woche und das haben wir jetzt am Freitag, also zum Schluss der Woche, erlebt. Wir schauen mal zurück, was alles passiert ist. Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank, und steigen natürlich ein in unseren gemeinsamen Wochenrückblick in dieses Thema mit den 9000 Punkten. Jetzt haben wir es geschafft. Wie geht's weiter? Grüß Gott. Ja, also man kann die Frage vielleicht so beantworten. Jeder Liquiditätshaus der Vergangenheit, neuer Markt oder die Immobilienblase in den USA, ist zerstört worden durch eine geldpolitische Restriktion. Und genau die werden wir nicht bekommen. Im Gegenteil, ich gehe davon aus, dass auch die EZB, nicht zuletzt aufgrund der Zahlen vom IFO, die waren nicht schlecht, aber es zeigt einfach nur, dass auch Europa grundsätzlich die Unterstützung der EZB braucht. Und in den USA mit Frau Yellen als Nachfolgerin von Ben Bernanke geht es auch weiter, weil die Arbeitsmarktdaten so robust auch nicht sind. Wir haben zwar einen Aufschwung, aber die Unterstützung wird noch gebraucht. Das heißt, wir haben nach wie vor Wassermarsch als das Kommando für die Aktienmärkte. Es wird zwar volatiler werden in nächster Zeit, aber die Liquiditätshosse, eine lupenreine, ist noch nicht beendet. Das heißt, es geht weiter nach oben. Jetzt haben wir den IFO-Geschäftsklima-Index heute gehabt. Sie hatten schon gesagt, ja, der ist ein bisschen schwächer ausgefallen als erwartet. Aber mal ganz ehrlich, das war jetzt hier im Zehntel-Punkte-Bereich. Da ging es 3 Zehntel, glaube ich, nach unten. Und angesichts dieser Stärke hier in der ersten Börsenreihe, fällt sowas überhaupt ins Gewicht? Ja, der IFO, ich meine, wir haben alle gedacht, der würde noch ein bisschen ansteigen. Ist etwas Schwäche reinkommt. Das ist überhaupt kein Untergang unserer Konjunktur. Im Gegenteil, die bleibt sicherlich robust, auch in der Vision. Aber es zeigt einfach nur, Bäume wachsen trotzdem nicht in den Himmel. Und ich denke, viele Anleger denken natürlich und viele Investoren, wenn schon Deutschland auch nur geringste, kleinste Probleme hat beim IFO, also nochmal, ist kein großes Thema, was muss dann erst in Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien passieren, die im Augenblick ja durchaus deutlich schlechter verlaufen von der Konjunktur. Das heißt, für die Märkte und für die Marktteilnehmer, wir haben noch keinen Aufschwung, auch durch Deutschland nicht, der dann den Rest mit nach oben ziehen kann, dass wir sagen müssten, eine EZB wird irgendwann in puncto Zinsenüberhöhungen nachdenken oder sie müsste jetzt davon Abstand nehmen, in Zukunft vielleicht dann doch die eine oder andere Staatsanleihe zu kaufen. Nein, EZB wird eben genauso wie die Fed, genauso wie die Bank of Japan Vollgas weiterhin geben und das ist für die Märkte natürlich nach wie vor ein massiver Treiber, gerade für Aktien. Jetzt gucken die Marktteilnehmer natürlich ganz genau auf die Konjunktur, auf die Unternehmen, wie es denen geht. Und die haben ja mit großer Freude zur Kenntnis genommen, dass Daimler sich, was die Gewinnsituation angeht, mal wieder gesteigert hat und wieder gerade im Premium-Bereich Anschluss findet an ja, die anderen, die das Näschen noch ein bisschen vornahmen, als da wären Volkswagen und BMW und Audi. Ja, Daimler hat jetzt wirklich gespart. Sie mussten auch sparen. Sie haben ja immer gerade auch in den Emerging Markets in China ein bisschen zurückgestanden hinter BMW und Audi. Die laufen da einfach viel besser. Da ist man jetzt wirklich dran, das zu verbessern, zu sagen, auch hier wollen wir auch abseits der S-Klasse weiter Punkte machen bei A, B und C-Klasse. Das ist ein hehres Ziel. Sie setzen viel daran. Sie wollen eben auch sehr innovativ sein. Sie wollen auch das Image, das gute Image noch weiter verbessern, um eben genau diesen Rendite ja, Rückstand gegenüber Audi und BMW, die haben etwa 10% Rendite, kann man sagen, Daimler 7,3 aufzuholen. Also das wird sicherlich interessant, herausfordernd, aber mit den neuen Produkten, die sie jetzt in der Pipeline haben, ist es zu schaffen. Jetzt diese Konjunktur hier zulande. Wir hören immer, in Deutschland läuft es ganz gut. Jetzt europaweit zieht auch wieder einigermaßen an. Jetzt heute IFO geht ein bisschen in die Knie. Wie ist es jetzt eigentlich um die Zukunft bestellt, was die Wirtschaft angeht? Ich gehe davon aus, dass wir mit neuen Schulden, und die werden wir machen in der Eurozone, weil gar nicht viel anderes läuft. Bei uns läuft es gut, aber in anderen Ländern muss mehr auf Schulden gesetzt werden, die dann auch von der EZB zur Not eben gegenfinanziert werden, die Konjunktur sich dann allmählich berappeln wird. Das sind keine massiven Aufschwünge, es ist aber zumindest ein Aufschwung, der uns auch nutzt, definitiv. Die Amerikaner haben zwar noch Probleme auf dem Arbeitsmarkt, aber sie haben auch einen Aufschwung und die Emerging Markets, die scheinen sich auch langsam wieder etwas zu berappeln, weil dieser Tapering-Effekt, dieses negative Gerede über geldpolitische Restriktionen nachgelassen hat. Dort wird wieder investiert. Die Binnenkonjunktur in China zum Beispiel hat sich wieder
belebt. Das spricht dafür, dass die Konjunktur gerade auch in Deutschland neben dem Argument der Liquidität ein Treiber für die Aktien ist. Damit, Herr Groß, haben wir die Kraft der zwei Herzen für die Aktienmärkte. Obwohl die Konjunktur gar nicht so schlecht aussieht, das sagen ja auch zum Beispiel diese Exportmanager, gibt es trotzdem die volle Breitseite im positiven Sinne von den Notenbanken. Also man müsste fast sagen, Herz, was willst du mehr? Ein Traumszenario, auch perspektivisch für Aktien. Traumszenario gilt allerdings nicht für die Lufthansa. Die hatte sich zwar im letzten halben Jahr ganz gut berappelt und die Aktie war auch ganz ordentlich unterwegs gewesen. Jetzt diese Woche vorläufige Zahlen und man fällt dann doch wieder mehr oder weniger in sich zusammen. Jetzt zum Wochenende heißt es, da gibt es in China schon wieder so eine Vogelgrippe und schon laufen die Lufthansa-Freunde in Scharen weg. Wie geht's denn weiter mit dem Kranich? Der Wettbewerb ist brutal hart. Das Frachtgeschäft, das leidet gerade auch in den letzten drei Monaten, wo ja die Emerging Markets ein paar Probleme hatten. Stagnierende Umsätze haben wir. Wir haben auch Währungseffekte. Wir haben ja einen starken Euro, ja, interessanterweise eine starke Währung. Das zerrt ein bisschen daran. Aber Lufthansa will ja auch hier sparen, sogar ganz massiv sparen, um einfach dann auf der Kostenebene mit anderen mithalten zu können. Da ich oft regelmäßig mit Lufthansa auch gerne fliege, merkt man natürlich, es wird sicherlich auch gespart, es muss auch gespart werden, aber damit werden sie sicherlich auch versuchen, diese Lücke, die sie haben gegenüber anderen Anbietern, wieder in den Griff zu bekommen. Aber das muss klar bleiben. Also das Luftverkehrsgeschäft ist ein sehr, sehr hartes und es wird wahrscheinlich noch härter werden. Schimpfen immer viele über die Lufthansa, bloß wenn man dann kurzfristigen Flug buchen will, dann ist immer alles ausgebucht. Also allzu viel verkehrt können die Jungs dann in Frankfurt eigentlich nicht machen. Wir hatten die Woche bei Apple hatten wir neue Produkte gesehen. Die iPads werden jetzt noch dünner, noch leichter und noch leistungsfähiger. Jetzt weiß ich ja, Sie sind jetzt nicht der super Apple-Fan, aber das war schon ein Hingucker, oder? Ja, definitiv. Also wenn man sehr innovativ die Produkte auch weiter vermarkten kann. Ich kriege es ja immer auch ein bisschen mit beim Apple Store hier in Frankfurt, wenn man da vorbeiläuft, neue Produkte, da denke ich immer, was ist das für eine Massendemonstration? Ja, die wollen natürlich die neuen Produkte kaufen. Also das haben die Jungs und die Mails sehr gut im Griff, auch vom Marketing, aber von der Berichtssaison, wenn man auch mal das schnöde normale Geschäft sieht, eine Ford zum Beispiel, die läuft ja auch ganz gut, auch in Europa oder Colgate Zahnpasta oder Procter & Gamble, die können nach wie vor weltweit ihre Produkte sehr gut vermarkten. Also das sind für mich natürlich dann auch Ansatzpunkte, um zu sagen, liebe Anleger, die Weltkonjunktur, sie mag nicht mehr so wachsen, wie es mal gewesen ist, aber sie wird auch nicht in die Rezession zurückfallen. Das heißt, Aktien bleiben nach wie vor die guten erste Wahl. Colgate, sagen die Amerikaner und auch übrigens die Österreicher. Hierzulande heißt es dann Colgate und jeder schmunzelt so ein bisschen, wenn das anders ausgesprochen wird. Herr Halver, was machen wir nächste Woche, wenn wir uns dann heute Abend die Zähne geputzt haben? Ich denke, nächste Woche werden wir neben der Berichtssaison auf die FED schauen. Die FED hat ja nächste Woche eine Sitzung. Wir werden nächste Woche nichts Negatives hören. Sie werden das Wort Tapering zwar in den Mund nehmen, aber sie werden sicherlich sagen, wir warten ab, wir müssen das Ganze uns anschauen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Herr Bernanke das Tapering nicht mehr anfassen wird. Das wird dann Frau Yellen machen, La Paloma Blanca, die ebenso weise wie weißhaarige Taube der Geldpolitik. Frau Yellen wird dann im März dann beginnen, aber sehr behutsam. Das heißt, auch die FED wird die Störmanöver, die sie selbst verschuldet, seit Mai bis etwa vor drei Wochen losgelassen hat, jetzt wieder versuchen einzufangen, damit ja niemand irritiert ist, insbesondere nicht die Emerging Markets, denn Amerika verkauft auch seine Produkte sehr gerne in China und Co. Robert Halver ist Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank und ja fast schon, kann man sagen, seit 8 Jahren Stammgast, immer freitags bei uns im DRF beim Wochenrückblick. So auch in dieser Woche, wo der DAX 9.000 Punkte genommen hat. Danke und schönes Wochenende. Ihnen auch. Dankeschön.